Du kannst dich ja um den Bug kümmern. Du brauchst nämlich auch noch ein kleines bisschen was für dein Level Up. Ein Level noch? Und zwei sogar. Könnte ich besiegen. Alternativ hätte ich dich noch. Wie Level bist du? Oh. Komm. Machen wir das anders. Du musst hier noch ein bisschen in der Schlange stehen. Dann darfst du den da wegnehmen. Und Zane darf sich oben gleich die anderen alle holen. Das Level hätte er sich sparen können. Ja, das denken wir manchmal auch. Das hätten wir uns auch schon fast sparen können. So. Einmal heilen. Also ich glaube, mein Ziel wäre es echt, am Ende der Mission alle anderen entwickeln zu können. Außer Zane, weil, naja, fehlt das Entwicklungs-Item. Aber der Rest wäre cool. Kann man? Nee, brauche ich nicht. Muss ich gar nicht mal anschwächen. Ich habe ja noch Minion hier. Da muss ich nicht meinen Kriegerbogen dafür verschwenden. Stellt euch vor, euer Kind wird 18 und kriegt nur einen KP. Das ist echt schon ein beschissener Geburtstag dann. Kann ich voll verstehen. So. Und. Ach, jetzt kommst du mit dem Crit an. Weil dein Pferd meinte, es muss kurz die Schnute schütteln. So. Was haben wir hier so drin? Im Arsenal. Nichts Interessantes. Was haben wir hier so drin? Pflege. Aber ansonsten auch nichts Interessantes. Schick mal Florina zur Sicherheit auch mal hier rüber mit rüber. Hier rüber mit rüber? Das klingt irgendwie cool. So, und dann ist es nur noch Sam. Okay. So. Ih! Danke fürs Ausweichen. Thank you for dodging with deutsches Sein. Das hätte wehtun können. Oh, das ist ja süß vom Schaden. Und da ist er noch nicht getroffen. Ach, das ist auch eine Fernwaffe, du Penner. So. Das reicht leider noch nicht einmal. Er hat seine Brille gefunden. Das ist damit auch nicht. Wie viel Schaden hat der? 17. Aber leider alle ein bisschen mehr Schaden, ne? Guck mal, ob ich den Wyvern-Ritter zu Florina mal rüberlocken kann. Ja, jetzt steht hier auch nochmal zur Unterstützung. Es sieht schon irgendwie witzig aus, wie hier einfach alle in Reihe und Glied stehen und warten so. Hey, hey, da bin ich jetzt dran. Darf ich jetzt auch mal? Hallo? Doppel mich, wenn ich das Ding ausgerüstet habe. Meine ganze Meisterlanze an den verschwenden. Machen wir es mal so. Du nimmst erstmal den da weg. Und Kritos den weg. Dann kann ich auch einfach einen Schritt nach vorne gehen. Da oben ist es egal. Bei denen bin ich eh in Reichweite. Dann
jetzt dahin. Tanzen dich einmal weg. So, dann darfst du einmal zur Seite gehen. Dann gehen einmal dahin. Tauscht sich die Eisenlanze rüber. Wartet. Und du tauscht dir die Eisenlanze zu dir. Dann gibt's immer das Stahlschwert. So, erfolgreich eingekauft. Und weitergegeben. Dann muss er nicht ständig seine Meisterlanze hier abnutzen. Die kommen alle nicht bis zu den Häusern da rechts hin. Na gut, dann. Die Häuser hier mal besuchen gehen. Fällt nicht auf, dass da so eine fette Rüstung durch die Gegend läuft. Nein, nein. So, du wartest. Ah, nice. Trefferquote von 2%. Sowas sehe ich gerne. Jetzt vielleicht doppelt mit der Eisenlanze? Ach, schade. Aber jetzt kommt hier mal einer zu mir direkt hin und trifft auch nicht. Ich treffe aber auch nicht. Wenigstens einmal. Nice. Das heißt mehr Schaden. Oh shit. Ich vergesse den ständig. Steh mal genau perfekt für den. Aber gut, dass er seine Brille wieder vergessen hat. Nee, der hasst Kent einfach weiterhin. Also, würde er treffen. So, darfst du jetzt eigentlich mal den hier wegnehmen. Ob die dumm genug sind, ihn anzugreifen? Ich muss vielleicht besser mal nicht ausprobieren. Weißt du, es trifft einfach niemand, Kent. Warum auch? Aus Mitleid. Alles nur aus Mitleid. Weil die sehen, was für schlechte Level-Ups er bekommt. Auch mal da hinten hingehen schon mal. Ja, ein bisschen besuchen. Hallo? Sagt der Eisender, habt ihr jemals von den Four Fangs gehört? Die Leute von Byron wissen alles über sie. Sie sind die vier stärksten Mitglieder der rechtschaffenden Black Fang. Den sie Wilder Hund nennt, ist ein wahrhaft großer Mann. Als ich eins von Banditen angegriffen wurde, war er es, der mich rettete. Es war tiefste Nacht, daher konnte ich sein Gesicht nicht sehen. Allerdings vernimmt man in letzter Zeit eher besorgende Gerüchte über die Black Fang. Frag mich, was in den Reihen vor sich gehen mag. Was Cooles. Vor langer Zeit war der Lord, der über dieses Gebiet her, ein schrecklicher Mann. Jeder Nacht hielt er unter dem Schloss eine extravagante Feierlichkeit ab. In der Zwischenzeit müssten die Bürger auf einen langsamen Hungertod sterben. Doch eines Tages endete der Lord war tot. Die Blackfang sprachen über ihn ein Todesurteil. Für uns waren die Blackfang schon immer Helden. Was andere sagen, kümmert uns nicht. Deswegen ist es auch so schwierig. Warum haben sie sich verändert? Da ich zu helfen bedeutet, dass ich den Blackfang verrate. Doch ich möchte, dass ihr dies hier bekommt. Und toll. Das brauche ich doch nicht, meine liebe Dame. Ja. Okay. Entweder mal echt gute Level-Ups oder echt miese. Ja.
stimmt leider. Nicht, dass es irgendwie wichtig ist, dass Linien gute Level-Ups hat, aber... Das war ein verdammt gutes Level-Up. So treffe ich jetzt. Prozent. Mal 2. Theoretisch. Oh, jetzt kommt gar nicht der Geschwächte nach vorne. Sondern der frische Guy. Okay. Der hat immer noch seine Brille nicht gefunden. Hat der seine Brille gefunden? Ja! Wieso freue ich mich überhaupt darüber? Oh shit! und 18. Sprich 9 und 6. Oh, er ist fertig. Er hat keine Munition mehr. Nice. Ich will Florina auch nicht zu nah da reinschicken. Schicken wir dich mal hier in den Wald. Meisterachs ausgerüstet. Florina lasse ich hier noch. Den hier einmal auf. Oh! Er ist schon fertig. Okay. Ah, der hat auch einen Schuss. Das heißt, ich warte da noch ein bisschen ab. Nee. Silver, ich würde gerne, aber ich habe kein Entwicklungsitem für ihn. Treffe ich jetzt mal? Ja, danke. Zane ist halt der einzige, den wir nicht entwickeln können, weil wir einfach das eine Entwicklungsitem nicht haben. Alle anderen können wir entwickeln aus unserem Team, nur Zane nicht. Oh, gut, cool. So, hier auch nach oben. Wobei, bleib du bei den Jan. Nicht wenigstens. Ich kenne. Wobei, es ist, glaube ich, gar nicht mal so schlimm. Weil dann ist er wenigstens schon mal angeschwächt und danach wechsle ich eh automatisch auf mein Schwert. Ja, machen wir es mal so. Dann ist er wenigstens schon mal etwas angeknackst. Und vielleicht kritte ich ihn ja. Schade. Jo, dann warten wir. Nope. Jetzt beginnt der Spaß für Kent. Jetzt, wo die ganzen Piraten langsam auf ihn zukommen. Kennt er den Spaß seines Lebens hier hinten? Super mit ihm. Und kämpft gefühlt nur gegen Blindschleichen. So, der greift ihn auch noch einmal an. Was? Sag doch, gefühlt nur Blindschleichen. So, Wrath. Den da noch raus. Wrath, können wir noch mal über deine Trefferquote reden? Du bist ein verdammter Bogenschütze. Du hast zu treffen.
und dich mit 89% zu verfehlen. Danke. So. Jetzt muss auch mal zum Optiker. Ja, anscheinend. So, ich könnte... Machen wir es mal so. Pack mal deinen langen Speer aus. Mach mal die beiden an, dann kann er ins Haus gehen hier. Bleib sofort stehen! Ja, kein Grund für einen Alarm. Aus sehr persönlichen Gründen trage ich die Robe der Black Fang. Tatsächlich bin ich aber ein loyaler Bürger Lucias und nicht euer Feind. Aha. Eine gewisse Frau führt die Black Fang an der Nase herum. Wenn ihr gegenübersteht, setzt bitte diesen Stab ein. Diese Frau ist die Rädelsführerin, nach der ihr sucht. Ihr Name ist Sonja. Vergesst es nicht. Sonja! Schweigen. Cool. Gibt's auch fertig, ne? Oh, nice. Beide Ballistae perfekt ausgekontert einfach. Moment. Hab ich den jetzt zu nah gezogen? Das wollte ich nicht. Kann ich ihn retten? Als ob ich ihn wirklich retten kann. Was? Saints Traum ist gerade in Erfüllung gegangen. Er ist in den Armen einer Frau. So. Jetzt muss ich aber hier zumindest mal ein bisschen aufräumen. Dass so langsam noch ein bisschen viel für Kent wird. Da muss Geiz aber auch einmal draufhauen. Das sah stylisch aus. Er hat einfach den Beyblade gemacht. Zum Optiker. Essay? Kent. Sehen alle gleich aus. Null Schaden, den er mir machen würde, theoretisch. Aber das Gift wäre nervig gewesen. Hattest du nicht eben schon so ein beschissenes Level-Up? Gib dir mal Mühe, Junge. Süß. Kann es sein, dass wir Nebel haben auf dieser Map? Und wir sehen ihn nur nicht? Kann ja nicht sein, dass die alle die ganze Zeit verfehlen. So. Vor langer Zeit arbeitete ich in einem Königspalast von Byron. Ich war Prinz Zephils Lehrer in Geschichte. Der Prinz ist ein kluger Junge. Er ist der erste Wunderknabe in der Königsfamilie. Aber König Desmond ignoriert die Talente des Jungen, so welken sie. Hier, ich möchte euch dies, ja, dass ihr euch alles annimmt. Das ist ein Erdsiegel. Dieses eine Artefakt beinhaltet die Macht von vielen. Ritterwappen, Leitstern, Heldenzier, der Elysias Peitsche. Ich bin mir nicht im Klaren darüber, warum ich bereit bin, dieses Artefakt einem völlig Fremden zu überlassen. Ich kann es nicht erklären, aber mein Gefühl sagt mir, dass es richtig ist. Aus irgendeinem Grund glaube ich, ihr werdet dem Prinz helfen. Eigenartig. Aber es macht nur. Er macht nur. Er freut das Herz eines alten Mannes und nehmt das. Geil. Damit können wir Sane entwickeln. Habe ich da Ritterwappen gehört? Ja. So. Setz dir mal hier ab, den Jungen. Wir können es mal so machen, dass du den mal hier wegpiekst. Jetzt müssen wir nur das Wappen zu Sane bekommen. Oh, nice, ein Crit. Die Sache ist, Frage an den Chat, das Erdsiegel gilt nicht für die Lords, ne? Also nur für die Randoms. Ich kann damit nicht mal eben Hector oder Lynn entwickeln. Moment. Wir retten sie mal hin. Safe. Nur für Normalos. Na gut. Schade. Okay. Kommt sonst an keiner dran.
Aber immerhin. Dann heißt, wir brauchen jetzt auch kein Ritterwappen mehr. Die Lords sind mal wieder VIP. Ja. Wir kriegen das jetzt auch so zu. Wir kriegen Sane auch so entwickelt. Das heißt, wir können alle entwickeln. Perfekt. Ach, das ist auch schon wieder eine Fernwaffe. Mit 0% Trefferquote. Wenn ein General einfach schnell genug ist, andere Einheiten zu doppeln, die nicht gepanzert sind. Speedy aus. Was ist das heute? Oder was ist das auf dieser Map? Holy moly. Richtig grottige Level-Ups. Bis da darf ich hin. Dann gehen wir da hin. Also Treffen ist auf dieser Map eher so... Nee. Und Level-Ups auf dieser Map sind auch eher so... Nee. So. Dann lauf du schon mal zurück. Boah. Kümmer dich mal drum. Boah, kümmer dich mal drum. So. Okay. Dann... bereite ich mich mal schon mal so ein bisschen hier drauf vor, ein bisschen zu trainieren. Ich gucke mal. Wie weit hast du Reichweite? Ich warte mal eben noch, dass die beiden ankommen, dass die schon aus dem Weg sind. Und dann können wir mal anfangen, hier ein bisschen durchzutrainieren. Können wir Wrath nämlich endlich hoch pushen. Das Gute ist, mit Ninjan können wir gleich auch mehrmals Sachen machen. Ich muss nur noch gleich ein bisschen Heilung irgendwo herkriegen. Aber irgendwo, glaube ich, war noch ein Shop. Der hatte, glaube ich, zwar nur Pflege, aber das macht nichts. Mit Pflege kann man auch gut arbeiten. Das war der hier unten wahrscheinlich. So. Warte ich eben noch, dass die da oben eben ankommen. Kriege ich den auch gedoppelt? Yes. Wow! Der Pen-Spin-Angriff oder der Spear-Spin-Angriff vom General sieht schon geil aus. Oh, stimmt ja. Wir haben ihn hingestellt. Aber ja. Can't hit me. Can't touch me. Von euch. Ich dachte, ich wäre so langsam fertig. Du kommst bis dahin, das heißt. Da einmal hin. Und ich dachte, Kent wäre fertig. Oh, ich habe nur noch 5. Na, bleib mal da. Geiz! Bleib mal hier. Ihr habt noch zu tun. Raven. Schaden machst du gar nicht. Elliwood? Elliwood macht guten Schaden, aber Elliwood macht guten Schaden. Okay. Einfach 18 mal 2. Der ist ja wunderschön einfach in ihn reingedrückt. So, ding! Schaden hat nichts gebracht. Okay, dann mache ich den Save. Und jetzt fange ich so ein bisschen an mit dem Trainieren. So, hi. Ja. Oh, so viel Gold habe ich gar nicht mehr, sehe ich gerade. Wenn er treffen würde, würde er echt wehtun, sehe ich gerade. Ums Geld geht es mir ja nicht. Ja, nur Lucius. Einfach, dass wir nach dem Kapitel alle entwickeln können. Oh, immerhin ein bisschen Magie.
Kann ich? Einfach antanzen. Und direkt nochmal rein. Das ist cursed. Wir haben wenigstens was auf Offensives bekommen. Das ist okay. €690, jo. Ein Schütze. Schaden. Wenn ich verfehlt hätte und der mich hier nochmal getroffen hätte, wäre ich tot gewesen. So, Sane. Du holst schon mal neue Heilung. Du würdest ihn gerne heilen, aber du kommst nicht dran. Jo, dann warten wir jetzt wieder. Ih, 10 Schaden. Der tut ja sogar weh. Und trifft mit seinen 39% natürlich. Wie viel machst du Schaden? 6. Dann triffst du nicht. Problem ist, Kents Waffe ist gleich kaputt. Noch ein Treffer, oder? Na, 2 immerhin. Aber dich könntest du so machen, dass du den da rausnimmst. Und du nimmst den da raus. Yes. Kent ist echt ein Leben am Limit. Er nutzt einfach alles, was er hat. Kümmern. Da reicht auch die Leichtlanze voll aus. Das sieht wirklich cool aus, wie sie da durch die Gegend fliegt nach dem Angriff. Pfiou.